Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You und das ist meine Karriere bei den Atlanta Hawks. So sieht's aus. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, nein, wir kaufen kein Armsief, nur weil es von Adidas ist. Ich zahle keine 5000, zumindest jetzt noch nicht. Will noch ein bisschen skillen und bevor ich hier 5000 für ein Accessoire ausgebe, da nehme ich doch lieber ein paar Skillpunkte, die uns wirklich was bringen. Ich hasse diese Katze, sage ich euch. Die leckt hier am Plastik meine Sixpacks. Das regt mich auf. Weil das macht so ein komisches Geräusch. Und ich glaube, Katzen sind Plastik-Junkies. Kann das sein? Hat einer von euch eine Katze? Machen die das auch? An so Getränkepackungen lecken? Nur weil es Plastik dran ist? Macht doch gar keinen Sinn. Macht doch gar keinen Sinn. Naja, wie dem auch sei. Mein Spieler Umkleidekabine. Muss ich den jetzt erstmal anziehen mit dem Armsleeve? Das ist die große Frage. Spieltag. Ja, genau. Na, ob das so geil aussieht, ich weiß nicht. Vielleicht kaufen wir doch was von Adidas. So. Ab ins nächste Match, würde ich behaupten. Ja, jetzt guckt ihr auch wie ein Junkie hier. Leerer Blick. Nach vorne gerichtet in der Ecke. Du weißt nicht, was er machen soll. Ich sag dir eins, du Vogel. Wenn du mir ins Gesicht schüpfst, gibst du den Kopf. Du bist auch das einzige Lebendige gewesen, das an meinen Füßen riecht und danach dran leckt. Oh Mann, ey. So, komm schon. Ladescreen vorbei. Oh, was ist denn hier los? Jack, how's it going, man? Oh. Chilling. Just getting ready for another win tonight. Dann muss ich pausieren, sag ich. Wait, hold on. I'm sitting out tonight? I hadn't heard, man. Nobody told me. Because that's the only way you'd be getting in tonight. We gonna beat you guys no matter what you do. Easiest win of the season. Yo, man, listen. If you about to talk smack, at least be realistic about it, dog. Like this. I'm the better player up in this house, all right? You... And in a few years, you're gonna be sitting at home, washed up, out Let's of this keep league. Dude, you wish. You're clueless. Totally clueless, and now I'm going to have to take it up another notch on your. Oh, man! Hold on now. Let's just lay the stakes down before one of us does something stupid. Stupid? So what is it? I'm going with most points. All right. Loser has to post all over social media how the winner's the best scorer in the league. Scoring? That's that's in my wheelhouse, dog. Man, I hope you pay real close attention to when I post on that. Listen, man, I'm not worried about it. Oh, you better be worried, because I'm coming for you. Es passt voll gut, weil wir sowieso ja besser spielen müssen als er. Für den Sponsoring-Vertrag. Und da wir sowieso der beste Scorer im Moment sind, mache ich mir gar keine Sorgen. Schon wieder den Sprungball nicht gewonnen. Ach Leute. Und wir setzen uns durch. Machen ihn aber nicht. Schade, schade, schade. They're pretty rattled right now after a road trip in which they did not win a game. Now they hope to get back on track here at home. Wer Boston oder was? The adrenaline is already flowing for both sides. This means a little bit more to these players than just any game. And Steven meets the fans too. We've got an electric atmosphere. Assist. Jawohl. Big matchup for the Beast. He's going to have his work cut out for him handling Rondo. Rondo's not a strong perimeter shooter, but his speed creates problems whoever has to defend. Okay. Also müssen wir auf Rondo aufpassen.
were talking about dinner plans after the game, Kevin. A lot of hostility there. Steve, no secret. Oh shit, hat gemacht. Egal. And a lot of things and little brush-ups like the pre-game meeting. I think just sometimes make it worse. They're both solid players, certainly, and it just adds fuel to both of their fires. And even three-on-three break. Aufpassen hier drüben. Now guarded by Fletcher. Wer ist der Mayo, oder? Ich sehe es nicht richtig auf dem Trikot. Komm, Rebound. Jawohl, Millsap, sehr schön. Den machen wir aber, oder? Verdammt. Wo ist Alice überhaupt? Spielt er überhaupt mit? Ich glaube, der ist gar nicht mit auf dem Feld. Kann das sein? Komm, Fletcher. Danke. Horford, jetzt mach's. Ach, Alter. Machen wir ihn einfach mit einem Foul. So. Und der erste Sitz. Sehr schön. Und auch der zweite geht rein. Ich möchte, dass du Jackson Ellis komplett aus dem Spiel nimmst. Überhaupt nicht mehr punkten und wir haben noch ein gutes halbes Viertel vor uns. Und der ist eben auch gerade erst eingewechselt worden, oder was? Schön aufpassen auf ihn. Der muss sich wohl mit Rondo den Platz teilen. Danke dafür. Horford, du machst es. Schöner Pass zu Fletcher. Leute, wirf. Wow. Noch gerade so geschafft in der letzten Sekunde. Der Shot Clock. Sehr schön. Damit ist es auch gleichzeitig ausgeglichen. Oh, fuck. Und er macht die Punkte. Millsap. Und den machen wir, oder? Na, fucking. Looking at the last game for the Atlanta Hawks, it was a loss to the Wizards in Washington. They found themselves up against the team that night, Kevin, and they just didn't have the manpower defensively to shut them down. You know, guys, I expect a little light out of them. Und macht ihn auch noch. Was ein Scheiß, ey. Wir haben vor allen Dingen erst 2 Punkte gemacht selber. Jawohl, der sitzt. Sehr gut. Last time that these two went against each other on the court, he just torched Jackson Ellis. Yeah, served him up. Barbecue chicken style. Barbecue chicken style. Das Problem ist, dass die gerade richtig gut abgehen. Jetzt, wo wir ausgewechselt waren, nicht so schön. Ich frage mich, warum ich mich immer mit Ellis überhaupt messen muss. Warum kann ich mich nicht mal gegen einen besseren messen, in Anführungszeichen? Man müsste die Rivalitäten, die müssten sich auch ändern mit der Zeit. Wahrscheinlich ist es nicht möglich wegen dem Produktionsaufwand, aber trotzdem. Das wäre schon eine schöne Sache. Jawohl. Das hat gut geklappt. Und der sitzt. Jawohl. Sind aber trotzdem noch 11 Punkte Unterschied. Ist er einmal vom Platz runter schon das Pech gehabt? Müssen wir konservativer verteidigen insgesamt? Danke. Und der nächste. Jawohl.
Wir holen auf. Nur noch 8 Punkte. Hier, ganz normal verteidigen. Jawohl. Super. Können wir weiter hier aufbauen. This series, Clark, they're just, you know, getting a feel for each other, feeling out this year's roster. That's exactly right, Kevin. You know, oh fuck, block. A little scouting. This is where you get your bearings and kind of figure out what you need to do. Nix da, Alice. Nix da. Love these rivals. Rebound. Wah! Scheiße. Sie führen zwar, aber es ist noch genug Zeit. Rückstand auf 5 verkürzen. Okay, das kriegen wir hin. 10 points for him. Komm auf. Hat er bekommen. Schlechter Pass, aber hat er bekommen. Sehr schön. Macht auch die Punkte. So muss es sein. Er lässt ein bisschen aufpassen. Sind wieder nur 8 Punkte Unterschied. Rebound, jawohl. Versucht euch mal durchzusetzen, ihr Vögel. Horford. Scheiße. Sie da auch noch den Rebound bekommen, das nervt mich ein bisschen irgendwo. Rebound, jawohl, Millsap, super. Fletcher, mach's. Schön, immerhin Foul bekommen. Sehr gut. Passt. Wunderbar, wunderbar. Sehr gut. Aufpassen. Oh Mann. Mayo's got 8 points. A large part of what they've been able to do here is centered around his offense. Den machen wir aber. Jawohl, er sitzt. Oh, sehr schön. Nur noch 1 Punkt, dann haben wir das dynamische Ziel erreicht. Oh, er hat's gemacht. Scheiße. Ellis hat assisted. Komm, den machen wir, wenn sie uns schon so durchlassen. Da gibt es gleich einen Screen. Oder auch nicht. Ein Pass. Nix da, Alice. 9 Sekunden noch. Wir müssen langsam was machen. Komm, Rebound, Rebound, Rebound. Jawohl. Super, Millsap. Oh, wow, wow, aber wir kriegen den Ball da noch. Jawohl, wir haben den Ball. Sehr schön. Da sind wir im Moment der Beste. Yeah, you're talking the elites of the game when you go down that list. Interesting to see a new school stat kind of juxtaposed with the old school legends, but you know, the rankings obviously make sense if those guys are at the top. Scheiße, Leute, passt doch auf. Was macht ihr denn da für Pässe? Thanks, Kevin. The Beast in their last matchup against the Wizards got down to business. Hinter einem Freund gestanden, dann geht's auch mit den Dreiern. Haben wir verkürzt, sehr schön. Haben wir das dynamische Ziel auf jeden Fall erreicht. Jawohl, super Carol. Das ist Teamwork, so muss es sein. Komm, Carol. Und der nächste. Jawohl. Bis auf 2 Punkte sind wir rangekommen.
that shot. Pass with a screen for Bradley. Three-pointer Bogans. Oh, er macht's. Gute Antwort, muss ich sagen. Gute Antwort. Wie lustig, ey. In der Zwischensequenz hatten wir den Armsleeve an. Kannst du noch nicht mal aussprechen. Aber jetzt im Spiel wiederum nicht. Macht gar keinen Sinn. Irgendwo. Wenn man es genau nimmt. Ellis has got his third assist on the night. Nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, dann werfen wir und wir treffen in der letzten Sekunde. Bis auf drei nochmal verkürzt. Wie böse er guckt, jetzt gibt's ja gar nicht. Ja. So gut. Also ich denke so, diese Punkte-Challenge, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte jetzt nicht so das Problem darstellen. Weil ich spiele daheim. Du musst deine Wurfauswahl verbessern. Ja, ja, klügere Würfe, alles klar, ich verstehe. Komm, den machen wir einfach rein, oder? Und einen Foul auch noch bekommen. Extra Punkt Chance, jawohl. Yeah, man, yeah, yeah, yeah. Und er ist drinne. Bam. 3 Punkte ausgeglichen. Das ist auch ein super Start ins dritte Viertel. Ich flipp noch aus hier. Da kann auch Ellis der Vogel nichts machen. Wenn's mal läuft, dann läuft's. Schade. Aber ich war eigentlich dran. Von der Verteidigung her. Da könnten sie mir nach meiner Meinung keinen Strick draus drehen. Aber sie versuchen es natürlich trotzdem. Komm, Millsap, du kriegst das doch. Du kriegst es doch. Horford, nein, Mann. Mach doch die Punkte auf. Wo liegt denn da das Problem? Komm her, komm. Ah, Williams, du Depp. Schon mal was von Assisten gehört oder abspielen? Vogel. Immer diese Deppen, ey. Wer Ellis an Rondo abgeben muss, ne? Oh, wir waren dran. Sehr schön. In the top 10 in steals per game as well, so this is a guy who you have to be aware of when you've got the ball in your hands. And you know, we'd be remiss not to say a word. Sehr schön. Rebound, so muss das sein. Komm, den machen wir. Und er sitzt. Perfekt. 30 Punkte müssen es jetzt sein. Ja. Sau gut. Okay, hier. Timeout gecallt. Kommen sie wohl ein bisschen Angst. Catch up with Doris from the sideline. Hi guys, I had a chance to find out what Mike Budenholzer was discussing with his guys. Better teamwork. That was the message he was drumming home to them. He said we need better shots. Work the ball around and find the open. Schade. Ah, sie haben den Punkt gemacht. Vor allen Dingen 3 Punkte dann auch schon wieder. Die Vögel. Jawohl, Mann, hab ich ausgetrickst. Sau geil. Super, ey. Es läuft gerade echt gut, auch wenn wir zurückliegen, knapp, mit einem Punkt. Ist halt scheiße, dass sie auch ihre Dreier da treffen. Leute. Jawohl, super, Millsap. Erst geblockt, dann gereboundet. Horford, mach's! Nein, du Sau! Warum? Und er sitzt einfach. Hat Rondo auch keine Chance. Sind in Führung. Sehr schön. Nächster Rondo.
Muss er nochmal abspielen. Ah, hat er mal getroffen und schon wieder ein Dreier vor allen Dingen, ne? Ich meine, guckt euch das mal an, das ist doch frech. Ah! Ja. Ja, was soll man machen? Oh, wow, wow, sehr schön. Komm, den machen wir einen einfachen Korb. Jawohl. Ausgeglichen wieder. Was ein Match. Leute, blocken doch. Oh, er macht ihn einfach. Aber nur zwei Punkte immerhin. Relativ ruhig und alleine gestanden. Sehr schön. Wie sie gedacht haben, ich ziehe in die Zone, in the paint. Aber habe ich nicht gemacht. Sehr gut. Leute, Leute, Leute. Nix da, ey. Nix da. Die ganze Zeit versuchen, den Ball zu bewegen. Ah! Waren wir noch dran? Gut gemacht, Horford. Punkte pro Spiel. 50, Alter. Das ist schon heftig. Ausgewechselt worden, warum auch immer. Immer noch ausgeglichen zum Start des vierten Viertels. Das ist jetzt unser Viertel. Darauf kommt es an. Hier müssen wir spielen wie die Hölle. Und zeigen, dass wir es wert sind. Ich mag die Trikots von den Celtics nicht. Die sind so grün. Ne? Ich meine, logisch, aber... Oh nein, Schröder ist Point Guard. Scheißdreck, wir haben verloren. Wir haben verloren, das Ego-Schwein. Macht's. Komm, Horford, du bist relativ frei. Ach, du Vogel. Jenkins, du Depp, weißt du nicht mehr, wie man Ball wirft? Ich flippe aus hier, so ein Dreck. Können Schröder doch nicht hier Sachen machen lassen, ey, wenn ich sowas sehe schon. Er muss langsam werfen. Rebound, Rebound! Doch, kein Offensiv-Rebound zulassen, jetzt haben sie den Ball auch nach dem Stil schon wieder hier, das gibt's doch nicht. So ein Scheißendreck. Und dann fault er auch noch. Fletcher, du bist ein Depp. Tut mir leid, aber pff. Wo lernst du Basketball? Auf der Fußballschule oder was? Arschloch. Sehr gut. Ersten Korb hat er nicht gemacht. Und den zweiten auch nicht. Okay, Fletcher, dir sei vergeben. Und wir machen ihn. Ausgeglichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wupp, 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 wir haben ihn, wir haben ihn. Und der nächste Korb. Führung. Ja, so sieht's aus. L.E.U. Was ein Ding. Los, Horford. Danke. Oh, 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 der ist drin, der ist drin. Ich glaub's nicht. Glück gehabt, ey. Vielleicht erreichen wir die 50. Das wäre super, um den zu deklassieren. Vielleicht gibt es die nächste Pressekonferenz gleich. Gleich muss er werfen. Ah, hat gepasst. Jawohl, Millsap mit dem Rebound. Komm! Ah! Das gibt's doch nicht.
Wenn du mal einen Pass machen willst, dann spielen sie Kacke. Vor allen Dingen, warum habe ich direkt in die Hände vom Gegenspieler gepasst? Macht keinen Sinn. Und er macht's. Okay, passt. Passt, das kriegen wir schon hin. Und er ist drinne. Super. Fast 80% Wurfquote. Sehr gut. Mann, diese Katze, die nervt mich. Fängt die hier zum Schluss nochmal an, richtig zu nerven. Oh je, Mayo, du Arschloch. Hard to create that high quality shot right there. Yeah, and that's their goal down the stretch. Continue to find those close range shots. The Beast. Ah, fuck it. Turnover produziert. Jetzt können die Spackies wieder in Führung gehen. Leute. Das gibt's doch nicht. Und er macht's mit einem Dreier. Ich flippe aus, du Arschloch. And now it's a 3-point Celtic lead. That's demoralizing. They needed to stop there and instead they give up 3 points on an open look. Den machen wir. Nett. Du hast einen Scheißdreck. Ist der da über oben drüber geflogen oder was? Willst du mich veralbern? Time called here. The Celtics decide to talk it over. They're leading by three. Oh Mann. Noch 2 Minuten, das kriegen wir hin. Oh, Scheiße! Was hat denn die blöde Katze? Spinnt die oder was? Glaubst du, Ivo ärgert die ganze Zeit? Oh, wie viele Offensiv-Rebounds hast du denn zu, Mann? Scheiße! Das gibt's doch nicht. Lucky break for the defense that he missed it. He feeds it to Sellinger. Jawohl. Wie viel haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Und er sitzt. Und zwar ein Dreier. Und sind nur noch 4 Punkte Unterschied. Sehr gut. Scheiße. Oh fuck. Beeil dich mal, du Vogel. Fletcher, du bist so ein Depp. Kannst nicht mal zur Auslinie laufen, ey. Das wird zwar höchstens 2 Punkte, wenn überhaupt. Wir sollten auch mal mit den 3 Punkten würfen. Bringt uns nichts mehr. Oh Mann. 6 Punkte Unterschied. Und er macht die jetzt wahrscheinlich auch noch. 7 Punkte Unterschied. Zählt doch niemand aus hier, oder? Was soll ich dazu sagen? Ja, das sind jetzt auch die Nerven in dem Moment. Machen jetzt hier auch gar keinen Foul oder so. Das heißt, unser Team hat schon aufgegeben. Chancen gehen gegen 0. Ja. Ja, wie unbefriedigend, ey. Wie er sich freut, wie Schnitzel der Vogel, ey. Aber einen Haufen Punkte gibt es trotzdem. Warum auch immer. Mal, weil es multipliziert worden ist.
So, dann gucken wir mal. Keine Pressekonferenz, kein gar nichts. Machen wir mal einen Cut an der Stelle. Und danke fürs Zusehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.